Mein Traumberuf ist eher mehr Schauspieler. Mein auch. Opa, muss man mögen. Es kann losgehen. Theaterspielen als Beruf habe ich nichts dagegen, weil ich bin draufgekommen, dass das ganz viel Spaß macht. Was ich mitnehmen werde zur Sensibilisierung für grundsätzlich so ein Miteinander, weil man hat nicht täglich mit Menschen mit Beeinträchtigung irgendwie zu tun. Dass die Menschen verstehen, dass es nicht euer Hobby ist, sondern dass ihr das als Beruf macht. Und wenn man sich das immer klar macht, das finde ich total super. Ja, dieses Projekt haben wir uns irgendwie auch deswegen ausgedacht, weil dieses Stück durchaus sowohl für das Theater als auch für die Gesellschaft die Frage stellt, mit welchen Geschichten wollen wir uns eigentlich befassen. Ich bin ganz, ganz begeistert, wie gut das eigentlich alles geht und wie kreativ die ganzen Darstellerinnen und Darsteller sind. Es macht schon einen Unterschied, weil man sich anders einstellen muss, aber schlussendlich dann nicht, weil man ja dann einander vertrauen muss auf der Bühne und irgendwie gemeinsam eine Geschichte erzählt. Warum willst du heiraten? Das ist eine schlechte Idee, das ist eine ganz schlechte, schlechte, du. Warum das eine schlechte Idee ist. Das abgelaufen ist, ich habe die Texte geübt und geübt. Ja, aber wie sind wir auf die Texte überhaupt gekommen? Wie wir auf die Texte gekommen sind, die haben wir erfunden. Oder? Und dann auch zu sehen, wie, indem man es öfters macht, wie die Leute dann auch aus sich rauskommen. Ja, ich mag gerne Theater, gerne, weil ich liebe das. Eine Art Glücksgefühl erhalten, dass ich mal was anderes machen kann, nicht immer nur dasselbe. Und das ist total schön, weil ich da irgendwie mitkriege, okay, das macht total Sinn auch für ihn, dass er da ist, weil es eben ihn aus dem Trott rausbringt und er auf einmal irgendwie neue Dinge erfahren darf, die ihm offensichtlich sehr gut tun. Das macht Spaß. Und seitdem ich hier bin, das ist ganz toll und ich hab einen besseren, einen tollen Ausgleich. Ein Thema, das uns ja in ganz vielen Belangen umtreibt, wer spielt wen, wer darf für wen sprechen. Und unser Versuch ist hier gar keine Antwort darauf zu finden, sondern Tatsachen zu schaffen. Aber darum tut es mir voll. Opa, also dass ich in die Oper komme, das ist voll cool. Aber du hast ja auch zum Beispiel deine Songtexte selber geschrieben. Ja, das stimmt. Was macht dir denn Spaß am Theaterspielen? Was mir am Theaterspiel Spaß macht? Naja, mir macht es Spaß, wenn ich halt darauf warte, was ich sagen soll. Dann sage ich auch genau diese Sätze. Ja, ich bin Bachelor-Oper-Direktor. Wir waren dann auch öfters so nur wir drei und haben so wie als Dreiergrüppchen geprobt und ich finde, da sind sofort die Funken geflogen. Auf der Bühne zu stehen und wenn man eine Hauptrolle hat, dass man auch seine eigene Hauptrolle auch spricht und mitspielt und so. Es geht um die Kultur. Aber irgendwie ist es doch irgendwie ein Traum, dass ich dabei bin. Und Kunst. Ciao. Oh, yeah.